mehr weiß. Also ich finde das ganz, ganz toll, ich halte fest, was Sie da machen. Und eigentlich müssten Sie von uns geehrt werden, irgendetwas bekommen. Aber nein, Sie haben noch etwas mitgebracht. Jawohl, wir haben auch noch einen kleinen Scheck mitgebracht für die Radio 7 Drachenkinder. Wir sind seit ein paar Jahren schon verbunden mit den Drachenkindern und freuen uns natürlich auch dieses Jahr wieder ein kleines Präsent mitbringen zu dürfen. Und? 60.000 Euro! Wow! Damit können wir hier wunderbar Projekte unterstützen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, bitteschön. Herr Weiß, jetzt wo der Scheck übergeben worden ist, können wir es ja sagen. Ach, das wäre aber doch nicht nötig gewesen. Ja. Schnell nehmen, ja, genau. Aber woher kommt die Motivation, doch immer wieder anzupacken und zu helfen? Gut, wir sind ein Bauunternehmen, das mit Tradition und in der Region vor allem groß geworden ist und erfolgreich geworden ist. Und so wollen wir eigentlich einen Teil unseres Erfolges auch wieder in die Region zurückgeben. Das tun wir durch Sponsoring im Sport, kulturelles Sponsoring, aber eben auch in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Und da ist es uns auch besonders wichtig, wie man jetzt hier in dem Clip gesehen hat, dass unsere Auszubildenden eben auch die Chance bekommen. Wir wollen sie nahebringen, ihnen Werte nahebringen und dass sie auch die Chance bekommen, Freude zu erleben in einem gemeinnützigen Projekt. Und so kommt es zustande. Vielen herzlichen Dank, das hat für mich Vorbildcharakter. Viele können es sehr gerne nachmachen. Vielen herzlichen Dank, Alexander Weiß.